Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, ich war jetzt gerade am Überlegen, warum war ich auf einmal hier? Ich habe total vergessen gehabt, dass wir eigentlich in der gestrigen Folge hier die Banditen ja erledigt hatten und den einen Dude, der hier drinne war. Und dass ich vergessen hatte, dass auch noch, dass ich das ja auch noch gemacht hatte. Wir wollten jetzt aber zurück zu, wie heißt der Typ da nochmal, zum Richter. Hatte der nicht einen Namen gehabt? Ich meine, der hatte einen Namen gehabt. Wir hatten ja hier jetzt alle besiegt, gehe ich mal von aus. Müsste ich jedoch auch irgendwie überstehen. Des Richters Lakai. Dem Richter sind einige Gefangene weggelaufen. Sie soll sich für ihn wieder einfangen und ihren Anführer Morgacha töten. Sie soll nicht in die Berge verdrückt haben. Irgendwo in Richtung Xardas neuen Turm. Also, oh, hier ist noch ein Dunkelpilz und noch Feuernässe und Heilpflanze, nice. Okay, ich habe das aber auch irgendwie ein bisschen vergessen gehabt, aber mich wundert, dass die alle wissen, dass das Xardas neuer Turm ist. Der Richter hatte ja gesagt gehabt, in Richtung Xardas neuen Turm. Woher wissen die davon, dass das Xardas gehört? Habe ich da irgendwie eine Lücke gefunden und hier noch ein Pfeil und noch ein Pfeil und noch ein Pfeil und eine Spruchrolle und noch ein Pfeil und noch ein Pfeil und ein Kurzbogen? Okay, hier gab es auf jeden Fall einen Toten. Ich dachte zumindest in Gothic 1 war das ja so, dass die alle geglaubt hatten, Xardas wäre tot. Woher wissen die hier davon, dass Xardas noch am Leben ist? Ist das irgendwie eine Logiklücke oder... oder wurde das irgendwo aufgeklärt und ich habe es irgendwie nicht mitbekommen oder vergessen oder was weiß ich was? Kann ja auch sein. Ist sogar wahrscheinlicher, dass ich das irgendwie was vergessen, übersehen habe oder sowas. So, wieder oben. Komm, wir gehen jetzt zum Richter. Und... guten Tag, Herr und Herr Stadtwache. Das ist eine schlimme Sache. Von mir hatte das nicht. Okay, hier ist... immer noch Ruhe. Jetzt ist die Frage, waren das jetzt die richtigen Banditen? Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Das war keine große Sache. Denn dort, wo wir die jetzt erledigt hatten, waren ja schon einmal Banditen. Er dreht zumindest schon mal... das waren die falschen Banditen. Okay. Welche Banditen muss ich dann jetzt machen, wenn das die falschen waren? Das will doch keiner wissen. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Ja, das stimmt. Man weiß echt nicht, wem man hier glauben soll. Wir können nur abwarten. Ich weiß, wen ich noch hier glauben kann. Also... Letzter, Diego, Gorn und Milton, den kann ich immer safe glauben, alle anderen eher weniger. So. Dann gehen wir mal in Richtung Xardas Turm. Also wenn die da hinten es nicht waren, hinter den Bergen, kann das nur noch in dem einen Banditen versteckt sein, wo... oder warte mal, vielleicht unten da, wo Lester sich mal versteckt hatte. Wäre auch gut möglich, dass die da sind. Unten in Lesters Versteck. Ist er dann noch da unten? Oder wieder da unten? Kann das sein? Oder wo versteckt sich Lester?
Und bei Xardas habe ich ihn ja nicht mehr gesehen. Also bisher kriege ich jetzt noch nichts mit. So, ich speichere einmal auf die 1 wieder, bevor wir da hochgehen. Aber ich hatte kurz gedacht, da lag jemand. Steck die Waffe weg. Kluges Kerlchen. Flüchtling Cornelius? Hey, du. Wenn du nicht im Knast landen willst, solltest du dich besser von mir fernhalten. Wo ist euer Anführer Morgarhard? Wo ist euer Anführer Morgarhard? Wir haben uns getrennt, um nicht so schnell erwischt zu werden. Keine Ahnung, wo die anderen sind. Schade, dann werde ich wohl den Richter holen müssen. Ich bin hier, um dich... ich habe nicht vor, dich zu verpfeifen. Ich habe nicht vor, dich zu verpfeifen. Wenn dich der Richter geschickt hat, dann kannst du ihm von uns bestellen, dass er uns mal gerne haben kann. Was habt ihr denn verbrochen? Was habt ihr denn verbrochen? Das geht dich nichts an. Schade, dann werde ich wohl den Richter holen müssen. Okay, okay, ich vermute, dass sich einige von uns in der Taverne abgesetzt haben. Aber das hast du nicht von mir gehört, okay? Okay, welche Taverne jetzt? Kann ich mit dem auch nochmal quatschen? Du bist doch nicht etwa gekommen, um uns zurück ins Gefängnis zu bringen, oder? Nö, das habe ich jetzt nicht vor. Was ist jetzt mit Cornelius? Lass mich in Ruhe. In welcher Taverne haben die sich abgesetzt? Okay, aber dass er hier jetzt mit denen zu tun hat, wundert mich auch ein bisschen. Aber in welcher Taverne sollen die jetzt sein? Ah, ich finde das mit den Toten hier immer noch schön. Gab es nicht hier eine Möglichkeit, irgendwie runterzugehen? Da sind wieder Keiler. Ich muss irgendwie wieder runter. Wenn dann wieder Tiere gibt's und Viecher und sonstiges. Wo war nochmal die Wasserstelle? Ich glaube, die war jetzt hier. Über die Wasserstelle. Ja, hier. Hier kommen wir runter. Nee, das scheint die falsche Richtung zu sein. Okay, hier hatten wir alles schon gelootet. Hier auch wahrscheinlich. Ja, hatten wir alles schon. Aber da unten, da die Viecher, die Tiere, die schnapp ich mir alle. Genauso wie die Dunkelpilze hier. War hier nicht noch eins? Waren hier nicht mehr? Da. So, war das hier jetzt der Weg, oder? Ja, weniger. Muss ich wohl den Weg weiter runtergehen. Schade, dass ich diese Pilze nicht mitnehmen kann.
So, erstmal gucken. Habe ich hier nicht irgendwie irgendwann mal was übersehen? Ich übersehe so viel immer, so oft. Okay, hier ist auch nichts mehr. Guck mal, ist Lester wieder dort vorne? Jo, Lester ist wieder hier, okay. Hi, Lester. Du siehst nicht gerade fit aus. Die Kopfschmerzen werden fast unerträglich. Und jetzt greifen mich auch noch ständig diese Echsenmenschen an. Ich frage mich, wo die alle herkommen. Ich denke, ich werde mich jetzt erstmal ausruhen. Echsenmenschen hier unten? Speichern wir mal auf der 2. Ich hoffe, die sind jetzt nicht hier unten. Okay, Riesenratte. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Gibt's hier aber noch irgendwas? Außer diese Gekräuche und Gefläuche. Eine Höhle. Eine Höhle gibt's hier auf jeden Fall. Wo führt die hin? Waren wir nicht schon mal hier? Lothar 721 bis 762. Also 41 wurde er. War das der Lothar, der jetzt ermordet wurde? Dann haben wir 600. Was? Welches Jahr war das jetzt? Verdammt. Hätte ich mir merken sollen, welches Jahr das war. Und ich würde gerne was sehen. Wäre mir wichtig, wenn ich hier auch erkennen könnte, wo ich hinlaufe. Muss ich vielleicht rauszoomen? Um hier irgendwelche Kreaturen zu sehen. Hier geht es wieder ganz normal nach oben. Aber anscheinend gibt es hier jetzt keine Viecher. Nur diese eine Riesenratte. Die hier war. Okay, aber... Wo waren jetzt die Echsenmenschen? Die Lester meinte. Und hatte ich nicht von hier aus Kyla gesehen? Also von oben? Okay, jetzt ist nur die Frage, wo habe ich denn genau die Kyla gesehen? Beziehungsweise, warte mal. Von hinter Xardas Turm vielleicht. Kommen wir da weiter? Kommen wir voran? Auf jeden Fall nicht von der Seite. Von der Seite vielleicht? Ich sehe nichts. Boah. Nee, von der Seite kommen wir nicht weiter. Alles andere ist eine gute Idee. Aber Heilpflanzen, die ich übersehen habe,
Okay, wie will man aber auch hier was sehen? So, wenn wir jetzt nochmal auf die Map gucken. Hier über die Berge, da kommt man ja ins Minental. Wir müssten... Also kommen wir... Wir sehen zu, dass wir jetzt... langsam, aber sicher nach Jagen da kommen. Wollte ich eigentlich in der letzten Aufnahmesession machen, aber ich habe das irgendwie total verpeilt. Fragt mich nicht, wie ich das hingekriegt habe, das zu verpeilen, aber ihr kennt mich. Ich verpeile alles. Ich vergesse alles, ich verpeile alles, ich krieg, ja. So, aber hier kommen wir hoch. Ich komme hier tatsächlich hoch. Was bringt es mir jetzt, hier oben zu sein? Was bringt es mir sogar, hier unten zu sein? Also... Ah! Hier waren die Keiler. Das war hier. Und da unten ist Lesters Feuer. Gibt's hier noch irgendwas, was ich vielleicht übersehen habe, vergessen hatte, nicht entdeckt habe? Ich glaube, hier unten nicht. Aber jetzt weiß ich, wo die waren. So, wo sind wir jetzt hier? Oh, noch ein Varan. So. Keine Ahnung, wo ich hier bin, aber... Hier waren Punkte, die ich vergessen habe. Und was hat ein Amulett? Wo bin ich? Die Frage ist, kommen wir von hier auch wieder hoch? So, komm. Nehmen wir auch alles mit. Ich habe eine Vermutung, wo wir genau sind. Die Sache ist nur die, dass wir hier jetzt nicht einfach so runterfallen. Hier sind nochmal zwei. Nice. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir wieder hier? Okay, so kommen wir wieder hoch. Das finde ich jetzt nice. Nochmal ein paar Punkte gefunden. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir wieder zurück? Wie kommen wir wieder raus? Wo ist denn der Weg raus? Ich glaube hier. Das müsste der gewesen sein. Aber das war auf jeden Fall ein XP-Versteck.
So, das heißt dann jetzt nochmal vielleicht in der Stadt da die Taverne? Oder die Taverne von Orlan? Und auch noch hier Olaf irgendwie finden. Und danach machen wir uns mal auf die Reise auf dem Weg in Richtung Jakenda. So. Aber warte mal. Haben wir einen Beweis für Saturas? Damit er uns einen Ring aushändigt? Ich weiß es jetzt nicht. Zumindest nicht aus dem Kopf heraus. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ist das wirklich wahr? Ich weiß nicht, was du meinst. Was soll wahr sein? Apropos... Hey, Torben. Du. Torben hieß er. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe? 12 Stück. Nice. So, und dann silbernen Ring. Hier, den darfst du haben. Die darfst du haben. So, ich verkaufe ihm alles, was ich nicht brauche. Warte mal. Rüstungsring des Wassers, Amulett der Lebenskraft. Ihr Auge Innos. Das ist das, was ich bekommen habe. Okay. Behalte ich erstmal. Hier, Keilerfell. Die Dinger darfst du auch haben. So, Erz behalten wir. Warte, da haben wir Goldnuggets, Goldbrocken. Hier ein Blutkelch. Hier, Stängel Sumpfkraut, gönn dir. Einen silbernen Ring. Mehr habe ich nicht, okay. Dann haben wir jetzt wieder 16 Dietriche. So, jetzt ist wieder dunkel, jetzt ist wieder Nacht, das heißt, wir gehen pennen. So, bis zum nächsten Morgen. Und dann suchen wir mal die Taverne hier unten. Jede Wette, das ist das im Hafenviertel. Der erzähle ich gar nichts mehr. Das ist ja schrecklich. Mein Mann sieht das anders. Cardiff, Nagur. Diebeszeichen zeigen? Du mischt bei der Bande mit. Na gut. Dann habe ich etwas für dich. Wenn du mal Dietriche brauchst, dann komm zu mir. Oh. Ich habe noch ein paar auf Lager. Frag mich einfach nach, was zu trinken. Gib mir was zu trinken. Gib mir was zu trinken. Alter, 40 Stück. Nice. Warte mal, kann ich... Ah, mit Alt ist das den ganzen Stapel nehmen. Nice. So, Diebeszeichen zeigen. Du hast es also geschafft. Jetzt kennst du meine Auftraggeber. Halte dich an das, was Cassia dir sagt. Uns ist es egal, wer du sonst bist. Du bist einer von uns. Und nur das zählt. Kann ich noch was von jemand anders? Hier laufen genug Typen rum. Ich habe nichts mehr für dich. Okay, kann ich mit Mo? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ne. Der gehört also nichts zu Diebesgilde. Kann ich hier jetzt einfach random jeden den Dings zeigen? Nee, nicht jedem random. Aber hier, warte mal, wenn ich jetzt mit ihm hier rede, mit Halvor, Diebeszeichen zeigen. Verstehe.
Du bist nicht nur hier, um Fische zu kaufen. Ich mache dir ein Angebot. Wenn du silberne Teller oder Kelche hast, ich nehme sie dir für einen guten Preis ab. Alle Teller und Kelche verkaufen. Ich hätte das hier verkaufen. Oh nein. Wie viel Geld ich jetzt verloren habe. Ich habe mir das schon gedacht. Was ist mit ihm hier? Das Problem mit euch Typen ist, dass ihr lieber Orks abschlachtet, als zu Vögeln. Ja, hier gibt's aber auch genug Leute, die... Hier, frag doch mal den Valentino. Der hat sicher Lust. Unser guter alter Freund Valentino. Was ist mit ihm? Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Oder ihn? Lema? Goldener Kelch. Aber gut, dass wir jetzt schon mal wieder ein paar Dietriche haben, immerhin. Aber dann, was, hier, wie hieß der nochmal, angeht, da kann er nur bei, Dings, oben in der Taverne sein. Aber Inus sah, was geschehen war. Und auch er betrat das Land. Also bei, wie heißt er da nochmal? Oder warte, hier? Das ist keine Taverne. Ich geh doch schon raus. Ja, bitte. Doch. Ist doch die falsche Dings. Ich geh doch schon. Warum sind die immer so gemein zu mir? Ach, erzähl mir nicht so. Warte mal, Baltram. Was ist mal wieder typisch? Warte mal. Ich habe was an. Zeig mir deine Ware. Typen wie du kriegen bei mir nichts. Wieso? Erst die Bauern aufwiegeln und dann so tun, als wäre nichts gewesen. Jetzt verschwinde. Du vertreibst mir die Kundschaft. Arschloch. So, warte mal. Hier, Rengaru. Ich glaube da nicht dran. Diebeszeichen zeigen. Hey, du bist auch dabei? Ich sag dir was. Wenn du vorhast, in der Stadt Taschen auszuleeren, sei vor allem bei den Händlern vorsichtig. Die achten ziemlich genau auf ihren Kram. Aber ich kann dir einen Tipp geben. Mit der einen Hand greifst du nach dem Objekt der Begierde, mit der anderen fuchtelst du rum. Das lenkt sie ab. Okay, und wie geht's dir sonst so? Geht's dir gut? Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr geklaut. Ehrlich, Mann. Ich wollte nur wissen, ob es ihm gut geht. So, ich möchte spenden. Ich möchte spenden. Du hast jetzt insgesamt über 1000 Goldstücke gespendet. Der Segen des Herrn Inos ist allerzeit bei dir. Okay, warte mal. Stärke sind wir schon mal bei 95, Geschick 32, Lebensenergie 354, das ist auch schon mal gut eigentlich, glaube ich. Wer sagt denn sowas? Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal zur nächsten Taverne. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.